Hallo, mein Name ist Rainer Gerhardt. Ich möchte kurz einen Beweis für die untere Schranke der Laufzeitkomplexität zur Berechnung der komplexen Hülle in der Ebene geben. Zu den Problemen kurz. Das ist ein klassischer Reduktionsbeweis. Das heißt, wir nehmen ein Problem, das wir kennen, dass die untere Schranke bereits bewiesen ist. Dann nehmen wir den Wort her. Von dem wissen wir, dass er Omega n log n besitzt als Laufzeitschranke, und die Aufgabe des Sortierproblems ist, dass wir eine Datenmenge haben von n Datenpunkten aus R, und die möchten wir gerne, die sind beliebig vertauscht, die möchten wir gerne anhand einer Ordnungsredaktion ausgegeben haben. Wie gesagt, Reduktionsbeweis, also wir würden Sort benutzen als Problem, das wir auf die konvexe Hülle dann reduzieren. Eine Grundüberlegung, die wir treffen, ist, wir betrachten eine Parabel. Gucken, wie schön die wird. So, und diese Parabel ist an sich eine konvexe Struktur, und dass hier Konvexität immer gegeben ist. Und wenn wir beliebige Punkte auf der Parabel nehmen, so sehen die eben jeweils alle Punkte innerhalb der Parabel. Und wenn wir diese Punkte dann zu einem Polygon verbinden, dann ist dieses Polygon auch konvex, weil die halt alle hier entsprechend liegen und die Innenwinkel entsprechend dann finden. So, das machen wir uns zunutze, indem wir diese Parabel dann nutzen, um daraus die konvexe Hülle zu bauen. Und zwar machen wir Folgendes: Wir transformieren die Eingangsdaten des Sortierproblems, die ja eindimensional sind, also wir nehmen hier unser xi, und transformieren das in einen zweidimensionalen Punkt xi, xi². Also im Endeffekt unsere Geradengleichung y gleich x² wird hier abgebildet. Das machen wir für jeden Punkt. Jede einzelne Operation hat natürlich konstante Laufzeit. Da wir es für jeden Punkt machen, haben wir hier O von n Operationen notwendig. Damit sind wir zufrieden, denn O von n ist kleiner als Omega n log n. So gesehen erfüllt die Transformation die Notwendigkeit, von einem kleinen O von n log n zu liegen. So, jetzt nehmen wir uns die Punkte her und sagen, der erste Punkt, den wir in der Eingangsfolge bekommen, ist der hier, dann kommt der, kommen ja unsortiert rein, der kommt rein, dann kommt der, und letztlich nehmen wir mal auch noch den Nullpunkt hier unten. Damit haben wir jetzt unsere Aufgabenstellung für die konvexe Hülle definiert. Und damit lassen wir den optimalen Algorithmus, den wir kennen, für die konvexe Hülle loslaufen. Und der berechnet uns dann eben so eine konvexe Hülle. Denn wie gesagt, die Punkte liegen auf der Parabel, sind durch die Konstruktion dann eben auch die Eckpunkte der konvexen Hülle, sodass ich jetzt hier ein konvexes Polygon erhalten habe. Jetzt ist es so, dass die Problematik und die Problemstellung konvexe Hülle eben so definiert ist, dass die Hülle zurückberichtet wird durch die Punkte, die Eckpunkte der konvexen Hülle, und zwar im Gegenuhrzeigersinn. Also in anderen Worten, die sind in gewisser Weise sortiert. Die können nicht beliebig kommen, sondern immer im Gegenuhrzeigersinn. Es steht nicht fest, ob wir hier anfangen oder hier. Das ist aber kein großes Problem. Was wir jetzt machen, ist, wir laufen einmal in On-Zeit durch diese Punkte, durch die Berichtsmenge, und suchen uns das Minimum. So, das ist das hier. Wenn wir das jetzt mal auf die X-Achse runterfällen, das Not, dann sind das unsere Punkte. Und ich erinnere nochmal daran, dass die in der Ausgangsmenge ganz anders vorlagen. Das heißt, wir laufen einmal über die konvexe Hülle, suchen uns den minimalen Punkt, und dann laufen wir wieder durch das Bericht, auch in On-Zeit, und ermitteln dann eben die Paare im Gegenuhrzeigersinn und damit nach x-Koordinaten aufsteigen. Das Ganze müssen wir dann nochmal zurücktransformieren. Und zwar haben wir jetzt hier unser xi und xi², was eben im Punkt berichtet ist, und das wird halt wieder transformiert auf xi, natürlich ebenfalls in On-Zeit. Im Ergebnis erhalten wir dann die sortierte Folge und können jetzt feststellen, dass, wenn wir
das Problem konvexe Hülle in weniger Zeit als Omega n log n lösen können. Dann können wir damit natürlich auch das Sortierproblem entsprechend schneller lösen. Das ist aber bewiesen, dass das nicht geht. Also hat auch das Problem konvexe Hülle als untere Schranke definitiv Omega n log n oder mindestens mal Omega n log n.